Wir geben diese beiden Matrizen A 0, 0, 0, B 0, 0, 0, C, A, B, C, irgendwelche Zahlen. Also stellen sich bei A, B, C einfach 13, 42 und von mir aus 23 noch vor. Ausnahmsweise mal mit Variablen statt mit festen Zahlen. Gegeben diese Matrix und gegeben diese Matrix 1, E, F, 0, 1, G, 0, 0, 1. Vielleicht gebe ich den tatsächlich mal einen Namen. A ist gleich das und B ist gleich das. So, zwei Matrizen mit Namen. Frage, was ist jeweils die Determinante? Die Determinante von A, was ist die? Die Determinante von B, was ist die? Und wie können Sie das geometrisch erklären? Wenn Sie die Determinanten ausgerechnet haben, warum kommt das raus, was Sie rausbekommen? Ich schreibe einfach hier nur mal Geometrie dahinter. Dann bestimmen Sie mal das Produkt A mal B. Was kommt aus dem Produkt raus? Und was ist mit der Determinante des Produkts dieser beiden Matrizen? Und auch da wieder die Frage, wie hätte man das denn sich auch anders vorstellen können? Vielleicht nicht geometrisch, wie wäre man auch anders drauf gekommen, auf die Determinante vom Produkt? Ich finde es am leichtesten, mir vorzustellen, was mit der Geometrie passiert, wenn ich mir angucke, was mit der Standardbasis passiert. Sie ausgehen vom Einheitswürfel. Eins in Richtung x, eins in Richtung hier nach hinten, y und eins nach oben, z, wenn Sie so wollen. Ich gucke mir den Einheitswürfel an, 1, 1, 1, parallel zu den Achsen und frage mich, was damit passiert bei dieser Anwendung dieser Matrix. Dann sehen Sie, dass der x-Standardbasisvektor, dieser hier mal 1, 0, 0, kriegen raus a 0, 0, haben Sie gemerkt. Dieser x-Standardbasisvektor wird auf das a-fache verlängert. Wenn a negativ ist, geht er natürlich auf die andere Seite. Wenn a positiv ist, wird er auf das a-fache verlängert, beziehungsweise wenn a zwischen 0 und 1 ist, wird er dann eben ein bisschen kürzer. Der x-Standardbasisvektor mal a. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass a größer ist als 1, würde ich sowas einzeichnen. Diese gesamte Strecke hier wäre dann a. Das wäre jetzt meine neue Kante unten vom Würfel. Entsprechend das mit dem y-Standardbasisvektor, wenn Sie mit 0, 1, 0 multiplizieren, es geht dann um b in die Tiefe und in die Höhe geht es um c. Und dann sehen Sie, was aus Ihrem Würfel wird. Aus Ihrem Würfel wird ein Quader. Und der Quader hat natürlich jetzt ein Volumen von a mal b mal c. Er ist in der Breite um Faktor a größer geworden, er ist in der Tiefe um Faktor b größer geworden und er ist in der Höhe um Faktor c größer geworden. Also das a mal b mal c-fache Volumen, denn vorher hatten wir das Volumen 1, einmal, einmal 1. Und das passt netterweise auch, wenn a und b und c kleiner sind als 0. Wenn a und b und c negativ sind, hätte ich sagen sollen, dann wird das Volumen sozusagen, wenn wir es so ausrechnen, a mal b mal c, wird das Volumen negativ, das würden Sie normalerweise nicht sagen. Sie würden nicht minus 3 Liter Milch kaufen. Aber in diesem Spiel ist das natürlich sinnvoll. Ich will ja eigentlich die Determinante haben. Mit Orientierung. Wenn ich die Orientierung einrechne, ist das wunderbar, dass a mal b mal c negativ wird. Stellen Sie sich vor, a ist negativ. Dann sieht Ihr Würfel ja so aus. A negativ, b positiv, c positiv. Die Orientierung ist falsch. Dann wollen Sie aus der Determinante tatsächlich was Negatives raushaben. Nicht aus dem Volumen, aber aus der Determinante wollen Sie was Negatives raushaben. Das kriegen wir hin. Und Sie haben die Determinante ausgerechnet. Natürlich kommt da a mal b mal c raus. Einfach mit Sarrüs. A mal b mal c ist das Erste, was ich nach Sarrüs kriege. A mal b mal c. Jetzt kommt der nächste hier. 0 mal 0 mal 0, nix. 0 mal 0 mal 0, nix. Von unten nach oben, minus 0 mal b mal 0 ist nichts, minus 0 mal 0 mal a ist nichts, minus c mal 0 mal 0 ist auch nichts. Die Determinante ist a mal b mal c. Egal, wie Sie jetzt a, b, c wählen. Die dürfen auch negativ sein, die dürfen auch 0 sein. Wenn einer von den dreien 0 ist, haben Sie keinen Quader mehr, streng genommen, sondern nur noch ein plattes Objekt ohne Volumen. Die Determinante ist 0. Das, was vorher das Volumen 1 hatte, wird zu einem Objekt mit dem Volumen 0. Das wäre die Anschauung dahinter. Hier beim zweiten war es etwas überraschend, dass dieses Ding die Determinante 1 hat. Das Volumen und die Orientierung werden erhalten.
egal was E und F und G ist, interessanterweise auch wenn die negativ sind, hat das, was hier rauskommt, dieselbe Orientierung, dasselbe Volumen wie das Original. War hier ja nicht so. Wenn A negativ ist, haben Sie zum Beispiel die Orientierung umgekippt, wenn B und C positiv sind. Sie können A und B negativ wählen und C positiv, dann ist die Orientierung wieder okay. Dann haben Sie zweimal gespiegelt. Einmal jetzt hier nach Serüs. 1 mal 1 mal 1. Toll. Plus E mal G mal 0 ist egal. Plus F mal 0 mal 0 ist egal. Minus 0 mal 1 mal F ist 0. Minus 0 mal G mal ist auch 0. Minus 1 mal 0 mal auch 0. Es bleibt 1. Die Determinante ist schlicht und ergreifend 1, überraschenderweise. Jetzt kann man sich überlegen, ich schreibe das auch mal da drunter, kann man sich überlegen, okay, warum? Was tut diese Matrix unserem Einheitswürfel an? Wir müssen uns nochmal angucken, was die Spalten bedeuten. Das hätte man hier vorne schon tun können, aber da war es so einfach. Was passiert, wenn Sie diese Matrix 1EF 01G 001, wenn Sie diese Matrix zum Beispiel mit 001 multiplizieren? Was passiert? Wie hätte ich das auf die Schnelle rauskriegen können, was ich hier jetzt ausrechne? Matrix mal Vektor. Die letzte Spalte kommt raus. So. Warum kommt die letzte Spalte raus? 1 mal 0 ist egal. Plus E mal 0 ist egal. Plus F mal 1. Hier steht F. 0 mal 0 ist egal. 1 mal 0 ist egal. G mal 1. Da steht G. 0 mal 0 ist egal. 0 mal 0 ist egal. 1 mal 1. Da steht 1. Wenn Sie eine Matrix mit, eine 3x3-Matrix mit 001 multiplizieren, kriegen Sie die letzte Spalte raus. Wenn Sie mit 100 multiplizieren, kriegen Sie die erste Spalte raus und so weiter und so weiter. Wenn Sie die Standardbasis einsetzen, Matrix mal Vektoren der Standardbasis, kriegen Sie immer die so und so vielte Spalte raus. Das war ja schon bei dem Spaltenraum so. Welche Vektoren können aus einer Matrix rauskommen? Alle Linearkombinationen von den Spalten, das war der Spaltenraum. So kam das da auch zustande. Also das ist gut im Hinterkopf zu haben. Mit einem Standardbasisvektor multiplizieren bedeutet, die so und so vielte Spalte rauszukriegen aus der Matrix. Das heißt, wenn Sie mit dem Einheitswürfel reingehen, jetzt im Dreidimensionalen, mit dem Einheitsquadrat, im Zweidimensionalen, mit was auch immer, im Vierdimensionalen, Sie ahnen, was es werden müsste, wenn Sie hier mit dem Einheitswürfel reingehen, kriegen Sie als neue Kanten einfach die Spalten raus. Hier, die erste Kante, A00, wird die erste Kante werden. 0b0 wird die zweite Kante werden. 00c wird die dritte Kante werden. Sie sehen einfach, welche Kanten Ihr Objekt bekommt dann. Es ist hier jetzt noch ein Quader. Hier wird es gleich nicht mal mehr ein Quader sein. Es ist im Allgemeinen ein Spat, Parallelepiped. Die Verallgemeinerung von Parallelogramm. Parallelogramm hat vier Seiten, die jeweils paarweise parallel sind. Parallelepiped ist das Analoge dann im Dreidimensionalen. Das wird es im Allgemeinen werden. Aus diesem Würfel wird ein Parallelepiped werden. Es wird keine Kugel draus werden und kein Ellipsoid draus werden. Wir arbeiten linear. Es wird im Allgemeinen ein Parallelepiped draus werden. Hier schon etwas spezieller ein Quader. Vielleicht wird sogar ein Würfel draus. Wenn Sie hier 13, 13, 13 auf die Diagonale schreiben, dann wird ein Würfel draus. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Wir können jetzt also die Kanten ablesen. Die Kanten vom Ergebnis. 1, 0, 0 ist die eine Kante von unserem Ergebnis. Das bleibt also so. 1, 0, 0. Wir haben weiterhin eine Kante hier in x-Richtung. Die nächste Kante, E1, 0. Wir sind jetzt hier nicht mehr in y-Richtung mit der nächsten Kante, sondern in die Richtung E1, 0. Jetzt habe ich für E keinen Zahlenwert, irgendeine positive Zahl vielleicht, um es aufzuzeichnen. Darf auch negativ sein, darf 0 sein, aber irgendwas muss ich jetzt hinzeichnen. Denkt eine positive Zahl für E. Das heißt, ich gehe ein Stückchen in X-Richtung, 1 in Y-Richtung, 0 in Z-Richtung. Ein Stückchen in X-Richtung, 1 in Y-Richtung, sowas. Und 0 in Z-Richtung. Also dieser Vektor hier, der liegt in der XY-Ebene. Der liegt platt auf dem Boden, 0 in Z-Richtung. Diese 0 hier, 0 in Z-Richtung. Ein Vektor, der da unten platt auf dem Boden. Jetzt weiß man zumindest schon mal, wie die sozusagen Grundfläche unserer neuen Figur aussieht. Das muss dann wohl sowas werden. Das wird unsere Grundfläche werden. Wenn Sie von oben gucken, XY, wenn Sie von oben gucken, sowas dann. Ein Parallelogramm. Das Quadrat, vorher war die Grundfläche ein Quadrat, ist jetzt verzogen.
Es ist ein Parallelogramm. Was wissen Sie über die Fläche von diesem Parallelogramm da unten auf dem Boden? So, das hat also dieselbe Fläche wie das Quadrat, die Fläche 1. Vielleicht das nochmal hier so gezeichnet. Das passiert mit unserer Grundfläche. Oh, naja, Sie wissen, was ich meine. Das passiert mit unserer Grundfläche. Sie könnten ganz dreist sagen, das Dreieck, was mir da vorne fehlt, hänge ich da hinten dran, wäre eine Möglichkeit. Oder Sie könnten sagen, naja, Grundlinie, Höhe, tut sich nichts. Grundlinie bleibt 1, Höhe bleibt 1. Wie dem auch sei, dieses Parallelogramm hat weiter die Fläche 1, was heißt weiter die Fläche 1, hat dieselbe Fläche, wie vorher die Grundfläche gehabt hat, die Fläche 1. Scherung nennt sich das hier in der Mathematik. Hatte ich schon irgendwann gesagt, Scherungsmatrizen. Das ist eine Scherung und dabei bleibt jetzt hier im Zweidimensionalen eine Scherung, bleibt die Fläche erhalten. Und was jetzt noch? Geht es ins Dreidimensionale natürlich. Ich muss mir noch die dritte Kante angucken, FG1. Ich habe nicht mehr diese Kante senkrecht rauf, eine Einheit. Es ist weiterhin 1 nach oben, aber auch ein bisschen nach links oder rechts. Was heißt ein bisschen? Nach links oder rechts? Mehr oder weniger nach links oder rechts? Und nach vorn oder hinten. Aber dieselbe Höhe, wenn Sie so wollen. Vielleicht sowas. Ich muss jetzt als Beispiel hier irgendwas einzeichnen. Nehmen wir mal sowas hier als Beispiel. Also ein Punkt am Ende hier mit der Höhe 1, aber nicht mehr unbedingt x gleich 0 und y gleich 0. Könnte auch hier liegen, da liegen, wie auch immer. Hauptsache hat die Höhe 1. Abhängig von diesen f und g. Wenn man das jetzt weiter treibt, jetzt habe ich drei Kanten für mein Parallelepiped. Wenn man das jetzt weiter treibt, kriegt man also folgendes Volumen. Alles hübsch parallel, wie ein Parallelogramm, aber jetzt eben im Raum. So wird das aussehen. Wie ein Parallelogramm, aber im Raum. Und der Witz ist natürlich, die Höhe von dieser Figur ist weiterhin 1. Denn dieser Punkt, damit auch der und der und der, weil ich auf dem Boden geblieben bin, haben alle die Höhe 1. Was dabei rauskommt, hat wieder das Volumen 1. Es ist kein Würfel mehr, aber es hat trotzdem das Volumen 1. Ich finde es am leichtesten mir vorzustellen mit so einem Stapel an Bierdeckeln. Wenn Sie so quadratische Bierdeckel haben, ein Stapel quadratischer Bierdeckel, sowas hier, und dann schrägen Sie den an. Ich hoffe, das gelingt mir. Hier ist eine Herausforderung zeichnerischerseits, sowas hier. Die stellen den schräg, diesen Stapel Bierdeckel, so in dieser Form. Die schieben den so ein bisschen rüber. Sie haben genauso viele Bierdeckel wie zuvor, selbe Grundfläche, selbe Höhe. Jeder Bierdeckel hat dasselbe Volumen wie zuvor. Sie haben insgesamt dasselbe Volumen. Es ist nicht ganz so hundertprozentig, weil Sie hier so eine Treppe am Rand haben, aber stellen Sie sich vor, Sie haben sehr, sehr dünne Bierdeckel. Dann kommt das wunderschön hin mit dem Volumen. Also einfach einen Stapel Bierdeckel schräg stellen. Selbes Volumen, das passiert hier. Eine Scherung im Raum. Muss dasselbe Volumen haben, auch wenn man sich das am Anfang sehr schwer vorstellen kann. Also egal, was Sie als E und F und G reinschreiben, das Volumen und die Orientierung obendrein, das Volumen und die Orientierung wird so bleiben, wie es vorher war. Die Determinante ist 1. Das Produkt der beiden Matrizen. Mal nach Rezept. Links A, rechts B. Es kommt ja auf die Reihenfolge normalerweise an. Ich will links A haben, rechts B haben. Sie nehmen die erste Zeile von A mal die erste Spalte von B. A mal 1 plus 0 mal 0 plus 0 mal 0. Dann steht da A. Sie nehmen die erste Zeile mal die zweite Spalte von B. Für erste Zeile, zweite Spalte. Erste Zeile mal zweite Spalte. A mal E plus 0, 0. Also hier steht einfach A mal E. Für den in der dritten Spalte, erste Zeile im Ergebnis. Erste Zeile, dritte Spalte. A mal F plus nix. Hier steht A mal F. Zweite Zeile, erste Spalte im Ergebnis. Zweite Zeile, erste Spalte. 0 mal 1 plus B mal 0 plus 0. Da steht eine 0. Zweite Zeile, zweite Spalte. Zweite Zeile, zweite Spalte. 0 mal E plus B mal 1 plus 0 mal nix. Also B. Zweite Zeile, dritte Spalte, zweite Zeile, dritte Spalte, 0 mal F plus B mal G plus nix. B mal G steht da. Dritte Zeile,
erste Spalte, dritte Zeile, erste Spalte, 0 mal 1 plus 0 mal 0 plus 10 mal 0, da steht eine 0. Zweite Spalte, 0 mal e plus 0 mal 1 plus 10 mal 0 ist schon wieder 0. Und der allerletzte, dritte Zeile, dritte Spalte, 0 mal f, nix, plus 0 mal g, nix, plus c mal 1, da steht c. Das ist das Produkt dieser beiden Matrizen. Jetzt können wir noch nach Rezept die Determinante davon ausrechnen. Nebenbei, wo ich das so schreibe, fällt mir auf, wenn Sie die Matrizen mit Buchstaben benennen, schreiben Sie möglichst nicht diese Betragsstriche. Die sind für was anderes reserviert. Das soll gefälligst nicht negativ werden, wenn ich das so schreibe. Schreiben Sie es nicht so. Wenn Sie Zahlen haben, so einen Block an Zahlen und wollen die Determinante haben, dann schreiben Sie die Betragsstriche ohne runde Klammern. Nur die sind dann eben keine Betragsstriche mehr, sondern Determinantenstriche. In dem Fall die Striche. Aber wenn Sie Namen haben, Variablennamen haben oder Konstantennamen haben für Ihre Matrizen, dann schreiben Sie det Klammer. Weil diese Striche und erst recht Doppelstriche für was anderes reserviert sind. Und das soll nicht negativ werden. Die Determinante wird im Zweifelsfall ja negativ. So, Ende der Bemerkung. Die Determinante hiervon, wieder mit Sarrus, a mal b mal c plus ae mal bg mal 0 ist egal, plus af mal 0 ist auch egal, minus, da steht eine 0, minus, da steht eine 0, minus, da steht eine 0. Es bleibt bei abc. Und das hätte man auch viel einfacher haben können, denn man weiß über Determinanten von Matrizenprodukten was. Man darf also die Determinanten multiplizieren. Determinante A mal Determinante B. ABC mal 1 würde auch funktionieren. Und das ist mathematisch jetzt nicht so tiefsinnig eigentlich. Wenn Sie dieses Matrizenprodukt hinschreiben, heißt das ja erst die Matrix B anwenden, dann die Matrix A anwenden. Welche Matrix kann das insgesamt machen? Was wird mit dem Volumen passieren? Die Matrix B wird das Volumen um irgendeinen Faktor ändern und dann wird die Matrix A das Volumen um irgendeinen Faktor ändern. Na toll, Produkt der beiden Determinanten. Und die Orientierung? Wenn B die Orientierung ändert, ist die Determinante von B negativ. Wenn A die Orientierung nicht ändert, ist die Orientierung insgesamt geändert. Hier unten kommt was Negatives raus, wie das sein muss. Wenn B die Orientierung ändert und A die Orientierung ändert, beide, dann ist die Orientierung wieder okay. B macht aus der rechten Hand eine linke und dann macht A aus der linken Hand wieder eine rechte, wenn beide die Orientierung ändern. Dann sind aber auch hier unten beide Determinanten negativ und das Produkt ist wieder positiv. Es kommt also hin, sowohl mit dem Volumen wie auch mit der Orientierung. Und in zwei Dimensionen oder in vier Dimensionen dann natürlich das Analoge. Also interessanterweise hat diese Determinante diese Eigenschaft, dass die Determinante eines Produkts von Matrizen das Produkt der Determinanten ist. Hier haben Sie eine ganz komplizierte Rechenoperation, was heißt ganz komplizierte, eine aufwendige Rechenoperation, vielleicht eine 1000x1000 Matrix mal eine 1000x1000 Matrix. Hier ist viel zu rechnen und davon die Determinante. Und hier unten dieses Mal ist ja einfach nur das Produkt von zwei reellen Zahlen. Die Determinante da ist eine reelle Zahl und da ist eine reelle Zahl. Trotzdem muss dasselbe rauskommen, schon rein anschaulich. Abschließend noch eine Beobachtung. Sie sehen, dass hier in dieser Matrix unterhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen stehen. Das ist eine obere Dreiecksmatrix. Und offensichtlich, wenn ich jetzt E und F und G richtig wähle und jetzt nicht A und B gleich 0 sind, wenn ich die richtig wähle, kann da stehen, was will und da stehen, was will und da stehen, was will. Wenn Sie so eine Matrix haben, eine obere Dreiecksmatrix, und dann bilden Sie die Determinante, dann können Sie einfach auf der Hauptdiagonalen multiplizieren. Ahnt man hier schon. Sehen Sie auch mit Sarrus, dass das offensichtlich so sein muss, wenn Sie Sarrus anwenden hier. Aber das ist spannend, wenn Sie unter der Hauptdiagonalen nur Nullen haben, dürfen Sie einfach, um die Determinante zu bestimmen, auf der Hauptdiagonalen multiplizieren. A mal B mal C. Das haben wir jetzt hier nicht ganz hundertprozentig bewiesen, was ist, wenn A gleich 0 ist und sowas, aber man ahnt es schon mal. Das geht dann auch, wenn Sie 4 mal 4 und 1000 mal 1000 Matrizen haben. Die Determinante einer Dreiecksmatrix kriege ich einfach, indem ich auf der Hauptdiagonalen einmal links multipliziere. Und das hat mehr oder minder banale geometrische Gründe.